Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute schauen wir uns mal den Wurm-Adventskalender an und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe ihm nicht nur mit Erwin ein kleines Podest gebaut und ein bisschen Unterstützung durch die beiden anderen Wichtel organisiert, sondern ich habe ihn auch ein bisschen aufgehangen. Man sieht's, diese wundervolle Konstruktion aus Boxen und Kleiderbügel, ich finde die Slate hier voll Elle. Und ja, da möchte ich gerne mit euch zusammen reinschauen. Ich habe den, ich glaube, die letzten 2 Jahre auch immer vorgestellt, ne? Und ja, 64,95 kostet der. Den habe ich auch ganz, ganz fresh gekauft und ich war sehr erfreut darüber, dass er auch direkt versendet wurde. Wir haben einen wiederbefüllbaren Adventskalender, der jedes Mal wohl individuell befüllt ist. Jedenfalls steht das hier auf der Rechnung drauf. Und es gibt keine Umtauschmöglichkeit. Das heißt, man holt hier wirklich die Katze im Sack. Und ich kann euch hier quasi nur ein Beispielvideo geben. Schaut aber definitiv auch nochmal bei Nicole Chiquitas Place vorbei. Da habe ich eben gesehen, als ich angefangen habe, hier alles vorzubereiten, dass sie auch ihr Unboxing hochgeladen hat, sodass ihr da auch sehen könnt, was quasi alternativ drin sein könnte. So ungefähr, ne? Vom Vibe her. So, ne? Das ist hinten eher Platz genommen und ich möchte jetzt endlich mal ihn auseinandernehmen. Und ganz, ganz wichtig, ich mache hier dieses Jahr auch wieder super viele Adventskalender-Unboxings. Solltest du darauf Bock haben oder generell auf Beauty-Content, dann abonniere mich super gern. Ich würde mich mega drüber freuen. Und hier starten wir mit der Nummer 1. Das ist Issey Miyake L'Odyssey Pivoni, okay, ein Eau de Toilette Intense mit 4 Millilitern. Das ist nämlich so ein bisschen um die Ecke, deswegen musste ich gerade ein bisschen stottern. Und da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Wir haben auch bei diesen Parfümerien-Adventskalendern generell relativ viele Duftminiaturen. Da blende ich euch natürlich auch mal die Duftnoten mit ein und auch, was das ungefähr für einen Wert hat, ne? Muss ich nochmal gucken. Also, ne, ich werde jetzt nicht alle Düfte hier sprühen, das ist ein bisschen krass. Durch die Mütze, durch die 30 Grad und Montur. Wenn ich jetzt auch noch anfange, irgendwelche Düfte zu testen, dann wird es ein bisschen krass. Ja, genau. Und ja, finde ich aber sehr geil als Einstieg. Am 2. Dezember haben wir etwas drin von Declaré Switzerland. Das ist eine Skincare-Marke. Age Control Vitamin A Booster Cream. Ja, 20 Milliliter. Und Vitamin A ist ja auch so ein bisschen Retinol, ne? Also Retinol gehört ja auch zur Familie der Vitamin A. Und dementsprechend haben wir da auch so eine ziemlich krasse Slow-Aging-Wirkung. Und das kann man im Winter wirklich auch sehr, sehr gut verwenden. Und da liebe ich auch Retinol zu verwenden. Und eine Gesichtscreme kann man gut gebrauchen. Und direkt hinterher ist selbstverständlich auch die Nummer 3 mit dabei. Und da haben wir von Biotherm das Live Plankton Elixier. Da haben wir eine kleine Größe mit 7 Millilitern drin. Das hatte ich auch schon mal verwendet. Und ich sag mal so, die Wirkung war okay. Aber es war halt vom Duft her was ganz Besonderes. Also ich fand es gar nicht cool. Und also mir hat es damals nicht so gut gefallen. Ne? Ja, es ist hier nur so ein bisschen gefüllt. Ich frage mich, warum man das nicht einfach voll macht. Gut, dann wären es halt 10 Milliliter oder 9, ne? Meine Güte. Ja, aber wird einen hohen Wert haben, weil das Serum an und für sich ist auch super hochpreisig. Hier haben wir die Nummer 4 und dort hält der Wurm etwas für die Hände bereit. Und zwar, ich habe hier ganz viele Fussel von dem Bart von dem Wurm, von dem Wichtel halt, ne? Biomain, das ist eine Handcreme und für die Nägel auch ganz gut geeignet. 20 Milliliter sind hier drin. Ja, haben wir quasi jetzt zweimal hintereinander Biotherm, also ja, doch sehr High-End-mäßig unterwegs, ne? Das ist schon mal nicht verkehrt. Apropos, einen Tag vor Nikolaus habe ich hier mal wieder eine Duftminiatur. Mal wieder, ist gut, das ist die zweite, ne? Aber es kommen noch ganz schön viele. Ich habe es eben schon gesehen. Trossardi Ruby Red, ein Eau de Parfum mit 10 Millilitern. Eieiei, ich habe auch von Trossardi, habt ihr in meiner Parfümsammlung vielleicht auch schon gesehen, auch eins aus einem anderen Adventskalender behalten. Das mag ich schon sehr, sehr gerne. Und Ruby Red hört sich für mich auch einfach... Ich vermute, dass wir da irgendwas Fruchtiges auch drin haben. Vielleicht so schwarze Johannisbeere, das würde ich ja total feiern. Ne? Müssen wir mal gucken. Ich blende euch das auch wieder ein. Mm, das riecht hier am Stöpsel schon so, als würde ich es mögen. Das muss nochmal in Ruhe getestet werden. Ja, an Nikolaus dürfen wir dann baden gehen. Da habe ich von diesem Winter Spa von Accentra, das ist quasi so eine Firma, die machen so Lohnfertigung, ne, für andere, dass man halt so No-Name-Produkte machen kann. Winter Spa Barfizzer mit frischer Pinie und Winterbeeren. Oh, hier hinten steht drauf, dass das einen Wert von 4,99 € hat. Das ist auch ganz interessant. Und ja, sowas mag ich eigentlich schon. Ich habe mittlerweile eine Badewanne, deswegen freue ich mich darüber. Aber am 6. Dezember hätte ich persönlich zum Beispiel einfach das Parfum reingepackt.
Aber wenn man den Adventskalender verschenkt, dann siehst du ja, was drin ist. Und dann kann man das auch so ganz einfach, ohne irgendwas kaputt zu machen, ja umtauschen. Die Nummer 7 ist ganz stark befüllt gewesen, denn hier haben wir 40 Milliliter, auch von Biotherm, von dieser Körpergeschichte mit dabei. Ne? 48 Stunden Hydratisierung für sensible Haut geeignet. Ich hatte das auch schon mal da und mir war das einfach zu zitruslastig quasi. Das ist nicht ganz so mein Vibe. Guck mal, in der Nummer 8 hat sich hier noch so ein Ding versteckt, so ein Lesezeichen, wie auch immer. Und die darf generell machen, dass es kracht. Und hier habe ich irgendwas Metallisches, glaube ich, drin. Oh, von Zwilling. Das ist nicht günstig. Ich glaube, das ist für die Maniküre. Schaut euch das mal an, ne? Also dieses Logo da drauf spricht für mich, für Zwilling würde ich jetzt mal so sagen, für die Marke. Muss ich nochmal herausfinden. Und auch, was es sein soll. Ich glaube, das ist halt auch so ein Nagelhautschieber, ne? Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, macht definitiv Sinn, dass du hier auch in die Ecken und so reinkommst. Und das ist richtig schwer. Das finde ich cool. In der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über eine Handcreme freuen. Und zwar von Wanda Nice Powder Rose Luxury Hand and Nail Cream mit 30 Millilitern. Sieht auf jeden Fall sehr charmant aus. Und ich mag ja auch sehr, sehr gerne Rosenduft. Das heißt, für mich persönlich wäre das ein wundervolles Match. Sofern wir hier auch wirklich irgendwie so ein bisschen Pflege mit dabei haben. Das würde ich schon begrüßen. Ich persönlich mag Handcremes eigentlich auch richtig gerne in Adventskalendern. Auch in der Nummer 10 darf es jetzt mit einer Pflege weitergehen, und zwar für die Augen von Clarin. Da hatte ich auch schon mal einen kompletten Adventskalender vor ein paar Jahren geöffnet. Hättet ihr da dieses Jahr auch wieder Interesse dran? Schreibt sowieso gerne in die Kommentare, welche Adventskalender euch mega interessieren würden. Total Eye Smooth, das ist eine Firming Wrinkle Smoothing Eye Balm Geschichte mit 7 Millilitern. Genau, also das ist einfach eine Augencreme. Und ich weiß gar nicht, habe ich nicht die schon mal sogar verwendet? Hat die nicht sogar eine leichte Tönung oder so mit dabei? Ich meine nämlich schon. Ne? Muss ich nochmal recherchieren, aber ich meine, dass sie auch eine einen Hint oft Hint hatte. Ja, wir haben so eine kleine Skincare-Ader gefunden, denn in der Nummer 10 habe ich von Laboratoire Filorga die Mesomask drin. Das ist eine Smoothing Radiance Maske mit 15 Millilitern. Also die soll halt einfach aufgrund ihrer Inhaltsstoffe dafür sorgen, dass wir Strahlkraft bekommen und unsere Haut schön geschmeidig wird. Halbzeit, die Nummer 12. Da habe ich hier eine kleine Größe von dem La Vie et Belle drin. Das habe ich in der Originalgröße da. Und ich mag es. Es macht mir manchmal Kopfschmerzen. Boah, ich muss das gleich nochmal irgendwie komisch gegens Licht halten, dass ich herausfinde, wie viel Milliliter hier drin sind. 4? Ja, hier sind 4 Milliliter drin. Genau, das ist einfach so eine kleine Miniatur. Ich glaube, für Leute, die halt wirklich auch diese Miniaturen sammeln, ist es eine ganz schöne Sache, weil das ist jetzt quasi die erste richtige Miniatur. Die anderen waren ja quasi auch kleine Größen, aber nicht in der Original-Flakon-Geschichte. Ich habe jetzt auch gelernt, so im letzten Jahr, dass es noch wertvoller ist, wenn man so auch noch die Umverpackung davon mit dabei hat. Ne? Das ist jetzt hier nicht so gegeben, aber ich glaube, trotzdem freut man sich da irgendwie schon drüber. Ne? Jetzt habe ich einmal die Hälfte vom Adventskalender vor mir stehen. Ja, ne, also ich denke schon, dass wir hier auch einen guten Wert bislang erreicht haben und dass wir auch schöne Produkte hier drin hatten. Ich persönlich würde mich jetzt einfach nochmal darüber freuen, wenn wir vielleicht auch mal ein bisschen dekorative Kosmetik hier drin finden. Vielleicht eine Mascara oder so. Schauen wir mal weiter. Am 13. Dezember haben wir etwas, um unser Gesicht zu reinigen. Das ist nice von Clarin auch wieder natürlich. Okay, mit alpinen Kräutern haben wir da was mit dabei und irgendein Pulp-Extract für alle Hauttypen geeignet. 50 Milliliter. Und ich mag solche Reiniger in Adventskalendern richtig gerne, weil ich finde so ein, ja, also jeder reinigt doch mindestens einmal täglich sein Gesicht. Man sollte es zweimal täglich machen, morgens und abends, ne? Und deswegen ist es doch eigentlich ein Produkt, was jeder auch ganz gut gebrauchen kann. Ach süß, guck mal, am 14. Dezember haben wir, ich glaube, eine Seife hier mit dabei. Ja, eine Seife mit 30 Gramm von Wanda Nice ist das auch wieder. Ja, hier muss ich mal gucken, was sowas kostet, aber es ist halt in so einem süßen Organza-Säckchen auch drin. Das sieht doch ganz nice aus. Ist auch so ein Herzchen. Riecht einfach so nach einer klassischen Seife, die du halt so kaufen kannst als kleines Geschenk, ne? Einfach so ein bisschen pudrig, ein bisschen blumig. Jo. Yay! Am 15. Dezember, oh, muss ich mal gucken, habe ich was von Art Deco hier drin. Push-Up Volume Hot Chili Lip Booster. 3 Milliliter, da habe ich ja schon ein bisschen Respekt immer vor, ne? Muss ich wirklich sagen. Denn ich habe ja eine super sensible Haut und wenn ich mir da jetzt irgendwie Chili drauf knalle, wenn ich das zum Beispiel von Too Faced verwende, auf gar keinen Fall. Das funktioniert nicht bei mir. Muss ich sofort runternehmen, muss da Milch drüber kippen gefühlt. Ja, aber hier haben wir quasi so einen Lip Plumper und ja, ne, das soll halt richtig abgehen. Und da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt drauf. Ich hatte das auch mal so ähnlich, aber nicht mit Hot Chili mit dabei.
Das hat auch irgendwie so ein bisschen Glanz mit dabei, sehe ich, ne? So Schimmerpartikel. Interessant, ich habe nach dekorativer Kosmetik gerufen. Hier ist sie. Fancy. Am 16. Dezember ist etwas winzig Kleines hier drin, nicht etwas ziemlich Großes. JS Mult Gift GWP Haus Prümpuch 24 Dach. Aha, Gesundheit. Oh, guck mal, es ist von Jill Sander einfach so ein kleines Kosmetiktäschchen. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Also das ist ja normalerweise eher so ein Werbegeschenk, aber ich finde sowas in Parfümerien-Adventskalendern auch vollkommen in Ordnung, wenn die so zwei, drei Werbegeschenke oder sowas reinpacken. Ne? Ja, genau, weil das sind halt Produkte, die man schon gebrauchen kann, wenn man jetzt über die Feiertage zum Beispiel verreist, jetzt vor allem im August läuft bei dir, Claudi, dass man da halt so ein bisschen seine Sachen reinmacht oder für Schmuck oder so. Wobei für Schmuck, na, das Ganze halt nicht so richtig doll zumachen. Aber so kleine Sachen kriegt man da wahrscheinlich unter, ne? Das ist auch gar nicht mal so winzig. Ich finde es süß. Auch aus so einem Reden-Jodestoff mag ich leiden. Das ist mal was anderes, ne? Sonst hat man einfach so klassische mit oben Reißverschluss. Das ist einfach eine andere Tasche. Oh, der 17. Dezember, das ist jetzt eine Woche vor Heiligabend, enthält etwas für den Körper. Wir hatten ja schon eine Körperlotion mit dabei, das ist die zweite. Der Duft, Leute, ist ein Traum. Giorgio Armani My Way, 50 Milliliter. Ja, was ein genialer Duft. Also den habe ich mir damals dieses Jahr nachgekauft, weil Nicole Chiquitas Place den tatsächlich empfohlen hatte. Und ich finde den fantastisch. Ich finde den wirklich, wirklich toll. Und das kann man halt super kombinieren, dass man sich hiermit halt den Körper eincremt und dann im Nachhinein das Parfum verwendet. Dann hält das alles halt wirklich nochmal ein bisschen länger. Ne? Und ich finde es traumhaft. Ich liebe den Duft. Ich finde es richtig cool, dass das hier mit drin ist. Ich finde den toll. Ich mag den Duft. Holla die Waldfee. Was ist das? Der 18. Dezember. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier haben wir etwas drin, was ich auch in der Originalgröße schon da habe. Burberry Goddess Eau de Parfum. Das sind 5 Milliliter und das scheint mir eine richtige Miniatur zu sein. Das ist ja mal richtig geil. Sorry. Ist es wirklich, oder? Jetzt mal ohne Witz jetzt. Richtig cool. Und das ist so ein kleiner, süßer... Och Mensch, also ich sammle ja diese Miniaturen, dass ich euch dann auch wirklich am Ende des Jahres so einen Miniaturen-Adventskalender verlosen kann oder so, ne? Ach, das finde ich schön, dass es hier mit drin ist, weil das habe ich jetzt so, weil das auch ein recht neuer Duft ist, ne? So noch nicht als Miniatur irgendwo gesehen, geht schon richtig ab. Jo, dass man in der Weihnachtswoche sich dann nochmal duscht bzw. badet, bevor es dann so richtig abgeht, ist eine gute Geschichte. Da haben wir jetzt am 19. Dezember von Wonder Nice, das scheint das neue Accentra zu sein, Powder Rose, ein Bath Fizzer mit 25 Gramm drin enthalten. Da muss ich auch nochmal den Preis recherchieren, ne? Finde ich süß, das ist so ein kleines Bonbon. Ja, ne, passt dann hier auch irgendwie mit zur Seife, glaube ich. Ja, gut. Ne? Ein Duschgel hätte ich jetzt wirklich cooler gefunden. Also wenn ich jetzt anstelle von dem zweiten Badefisser hier ein Duschgel drin gefunden hätte, wäre schon geil. Dafür wird man am 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er Bereich, etwas entschädigt. Und zwar haben wir hier von 4711 Aqua Colonia Fresia and Musk, also Fresie und Moschus, einen umhüllenden Duft. Eau de Cologne, 8 Milliliter haben wir hier drin. Genau, und das ist ein blumig... moschuslastiger Duft, der, also 4711, die Düfte, die sind jetzt nicht so super, 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 super krass langanhaltend. Ist halt ein Eau de Cologne, ne? Aber sie sind trotzdem sehr besonders, finde ich. Also gerade diese Reihe ist so diese, wir lösen uns los von diesen klassischen 4711er Düften und machen jetzt mal so ein bisschen einen drauf. Also das, ne, würde ich jetzt tatsächlich dazu sagen. Was ich hier einfach für mich persönlich einfach schade finde. Wir haben hier keinen Sprüher oder so drin. Das heißt, das müsste man sich dann in so eine kleine Fiole oder so umfüllen. Deswegen ist es für mich auch eher eine Miniatur, die dann auch demnächst mal verlost wird. Der 20. Dezember, Valentino, Bracelet, Vlogo, ein Armband mit Vlogo. Wer ist Vlogo? Ach, mit V-Logo wahrscheinlich, ja. Ja, ich glaube, das macht sich dann doch irgendwie jemand eher um, der zeigen möchte, hey, guck mal, ich habe was von Valentino, aber ich finde, dafür sieht das jetzt nicht so super hochwertig aus, bin ich ehrlich. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich im Adventskalender von Valentino so ein Handy-Pocket, ne, so ein Festhalteding. Das fand ich schon cooler als jetzt so ein Armband. Wird seinen Wert haben. Ich recherchiere mich bei solchen Sachen immer so ein bisschen zu Tode. Aber irgendwas werde ich an Preis finden, das werde ich euch einblenden. Ansonsten ist es irgendein Circa-Preis. Okay, wir sind schon am 22. Dezember angekommen. Die zweite und letzte Schnapszahl von Clinique, die All About Eyes. Hallo!
Hallo! Das war mal eine ganze Zeit meine liebste Augencreme. Jetzt mittlerweile ist sie mir nicht mehr reichhaltig genug, aber jetzt im Sommer, tatsächlich jetzt morgens Augencreme, ist die großartig. 5 ml habe ich hier drin und darüber freue ich mich sehr. Also etwas, was ich normalerweise dann auch wirklich verwende, wenn ich krass auch Pflege brauche, ist die All About Ice Cream Rich oder die Kerastase, Quatsch, das ist Haarpflege, Claudia. Kiehl's Avocado Cream. Mittlerweile habe ich aber die Dalton Soja Repair für mich entdeckt. Die ist für mich wirklich ganz, ganz weit oben. Aber die werde ich jetzt im Sommer wahrscheinlich einfach mal verwenden für morgens. Ich glaube, das kommt ganz gut. Ja, mit Clinique machen wir auch am 23. Dezember weiter, ne? Da habe ich die High Impact Mascara in Black und da sind 3,5 ml drin. Also ich finde sie ein bisschen zu wenig. Eine Freundin von mir findet sie großartig. Also das ist, ne, ich glaube, entweder du liebst sie oder du hasst sie. Und das ist halt so eine Mascara, die auch super krass sensible Augenmenschen vertragen können. Also wenn man vielleicht so ansonsten Probleme hat, dass Mascara bei einem so Augentränen oder sowas macht, die macht's nicht. Und das ist halt echt das, der Selling Point, also das, was quasi diese Mascara ein Stück weit ausmacht und weswegen ich die auch wirklich Leuten empfehlen würde, die immer sagen, Mensch, ich komme mit keiner Mascara klar, dann guckt euch die mal an. Ich habe jetzt hier den 24. Dezember, das ist Heiligabend und dann ist es schon das letzte Kläppchen, Leute. Aqua Allegoria von Guerlain Paris, Pera Granita, ein Eau de Toilette mit 7,5 ml. Das ist einmal dieses kleine Schatülchen, was ich jetzt hier in meinen Händen halte und was nicht scharf gestellt werden möchte, weil meine Kamera irgendwie vollkommen verwirrt ist, dass ich überhaupt jetzt schon im Hochsommer Adventskalender-Unboxings drehe. Ja, vielen Dank, jetzt hat sie es. Jetzt kommt sie auch gar nicht mehr klar. Ich habe hier so viele Gesichter quasi, die sie fokussieren möchte. Schwierig, ne? Ja, wow, ist das hübsch. Wow. Wow. Aber es ist halt wieder nicht zum Sprühen, ne? Es ist halt wieder so eine kleine Miniatur. Da wird sich jemand sicherlich sehr, sehr drüber freuen. Und vor allem, weil hier auch ein kleines Kartönchen mit dabei ist. Das ist immer eine ganz positive Kiste. Und das war der Adventskalender. Holla die Waldfee. Also ich, wie gesagt, nicht jeder hat den gleichen Inhalt. Ich muss nochmal nachher schauen, was Nicole so bei sich drin hatte, ob wir da Doppelung hatten oder so, ne? Und ob sie auch so viele Parfümgeschichten hier mit dabei hatte. Wahnsinn. Also da bin ich jetzt wirklich überwältigt und ich finde, dass der Adventskalender bombastisch ist, dass der hier schon mal einen richtig krassen Startschuss geliefert hat. Denn das ist ja auch der erste Beauty-Adventskalender, den ich vorstelle, ne? Ich war ja bislang erst nur so bei Werkzeug und Food unterwegs. ihr Lieben, was meint ihr zu dem Adventskalender? Wollt ihr euch den auch bestellen? Dann schaut in der Infobox vorbei, habe ich euch mal reingesetzt. Ich habe jetzt keine Kooperation, deswegen halt auch nicht irgendwie einen Code oder sowas, ne? Aber der ist sehr, sehr ausgewogen gestaltet. Wir haben nicht zu viel von einer Sorte. Und ich glaube, bei Parfum können wir alle ein Auge zudrücken. Geil, ne? Was meint ihr? Gerne Infos von euch in die Kommentare. Klar sind es viele kleine Größen auch hier mit dabei, aber das finde ich vollkommen in Ordnung. Das haben wir bei den Adventskalendern halt meistens. Und ich finde, für 64,95 können wir uns nicht beschweren. Wir haben ja auch diesen Wurm mit dabei. Ihr Lieben, das wäre es hier. So, wie gesagt, von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wären Träumchen ein Däumchen. Auch das. Und ein Däumchen, ein Träumchen. Es wird warm unter der Mütze, ne? Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.